Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Bei dem Wetter gehe ich da mal stark von aus. Ich habe ja im letzten Video, wo wir die Querlenker neu gemacht haben, also wer das noch nicht gesehen hat, kann es entweder hier oben irgendwo sehen oder unten in der Beschreibung auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, dass wir die zeitnah einbauen. Jetzt ist es soweit. Ich bin in der Garage, wie ihr unschwer seht. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir die auf jeden Fall mal ein. Ja, und ich lege eben alles zurecht, dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich habe einmal aufgebaut, was wir alles brauchen werden. Also einmal natürlich Werkzeug, also Ratsche, Nüsse etc. Dann habe ich nochmal den Traggelenkabzieher mitgebracht, falls irgendwas noch nachjustiert werden muss. Ich weiß nicht, ob die perfekt passen oder sitzen. Da haben wir die Querlenker. Hier haben wir dann einmal Kupferpaste und einmal WD-40. Kupferpaste deshalb, damit wir hinterher die Schrauben damit fertig machen können. Heißt also, dass die A leichter reingehen und B, wenn sie nochmal raus müssen, dann auch leichter rausgehen. Und meistens hilft es auch, dass die halt nicht abbrechen. Ja, und noch zwei Arbeitsleuchten, damit ihr gleich unterm Auto was seht. Dann würde ich sagen, bocke ich die Kiste mal auf. Denn das ist auch ganz wichtig, dass ihr das Auto aufbockt, einfach damit die Spannung aus dem Querlenker rausgeht, dass ihr das Ganze ganz entspannt abbauen könnt. Würde ich sagen, ich lege mal los. Ihr seht es einmal hier, und weil ich lieber auf Nummer sicher gehe, habe ich da unten, ihr seht es jetzt durch die Arbeitslampe einmal, auf jeder Seite jeweils einen Bock runtergestellt. Heißt also, dass ich jetzt sicher arbeiten kann. Ja, und dann gehe ich mal ans Werk. So, wie ihr seht, Querlenker Nummer 1 ist raus. Das ist hier der alte, der kommt gleich rein. Und damit ihr nicht ewig nach dem Werkzeug sucht, was ihr braucht, ist eine 14er Nuss. Dann nicht wundern, die Schrauben sind sehr, sehr lang. Also 14er drauf und gib ihn. Ich würde euch empfehlen, von außen anzufangen, also wenn ihr unterm Auto legt. Wenn ihr euch unter das Auto legt, seht ihr es ja. Also, dass ihr hier anfangt und euch nach hier vorne durcharbeitet. Zum einen, weil die hier am einfachsten rausgeht, und zum anderen, weil dann hier schon mal so ein bisschen Spannung raus ist, und dann arbeitet ihr euch nach hier vorne vor. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's ans Einbauen. Thank you.
Lenker ist jetzt drin. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Zeige ich euch auch mal den Grund. Und zwar, und zwar war der Grund folgender. Und zwar habe ich nicht drauf geachtet auf die Einbaurichtung. Also jetzt nicht welche Buchse wo sitzen muss, sondern welche Seite hier außen sein muss. Und zwar die hier, wo die Stege nicht hervorstehen, muss in diesem Fall außen sein. Warum das einen Unterschied macht, ist ganz einfach, weil hier diese Biegung sonst auf der falschen Seite ist. Heißt, die wäre sonst, Moment, ich mache mal ein bisschen Licht. Ja. Heißt, die wäre sonst auf der Oberseite, also hier oben. Und wenn man dann hier ansetzt, also hier die Buchse rein, also die Schraube reinsetzt, den Querlenker einsetzt und dann auf der anderen Seite da hinten weitermachen will, da kommt man hinterher nicht mehr hier an die Schraube fürs Fahrwerk, beziehungsweise kann die Schraube nicht mehr durch die Buchse führen, weil diese Kurve hier oben auf der Oberseite sitzt, ja, also hier oben, und man folglich nicht weit genug das Ganze nach oben drücken kann. Ja, war mein erstes Mal, von daher wieder was gelernt. Und jetzt machen wir die andere Seite. So, ich mache jetzt die andere Seite gleich. Ich bringe euch ein bisschen näher ans Auto mit der Kamera. Das heißt, ich baue da jetzt irgendwas zusammen. Und dann mache ich euch da noch ein bisschen Licht hin, sodass ihr das auch alles ganz genau verfolgen könnt. Und dann verrate ich euch noch einen Trick 17. Würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Schwer zu erkennen ist der alte Querlenker raus, der neue sitzt jetzt bereits hier drin. Jetzt kommt der Trick 17, und zwar, damit ihr den komplett einmal ausrichten könnt nach hinten, empfehle ich euch, Moment, euch einmal eine Verlängerung zu schnappen, eine kleine. Einmal hier durchzustecken oder einmal hier reinzustecken, sodass das hier einmal festhält und ihr dann nach hinten hin arbeiten könnt. Das würde ich euch empfehlen, weil dann könnt ihr hier den ganzen Querlenker komplett ausrichten, ohne dass das hier vorne wieder abfällt. Ja. Und dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier weiter. Und für euch gibt es wie sonst auch immer eine Timelapse und ein bisschen Musik. Ja, bis gleich. Jedenfalls ist der Querlenker-Einbau jetzt abgeschlossen. Für die, die sich fragen, warum ich schon welche drunter hatte, ist ganz einfach, weil ein guter Freund, Grüße an dieser Stelle an Daniel, falls du das siehst, mir seine geliehen hat. Heißt, die kriegt er jetzt auch wieder. Und ja, ich würde jetzt gerne eigentlich eine Testfahrt machen, aber ihr seht es ja im Hintergrund. Da ist das Saisonkennzeichen, ja. Heißt also, es dauert noch ein bisschen, wahrscheinlich sogar über den März hinaus, ganz einfach, weil ich noch auf ein paar Teile warte. Aber dann berichte ich euch auf jeden Fall, ob das einen großen Unterschied macht zu vorher. Sollte es aber, weil vorher hat es hinten sehr gepoltert bei Schlaglöchern. Ganz einfach, weil die Gummis ja schon kaputt waren. Und bin gespannt, wie sie das jetzt fahren lässt. Ja, für euch endet das Video jetzt hier, für mich nicht. Für mich geht es jetzt weiter. Und zwar mache ich jetzt gleich vorne am Auto noch ein bisschen was. Das ist dann für euch im nächsten Video zu sehen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wie gesagt, schaut euch das
Video von den Querlenkern an, wie wir die neu gemacht haben. Ja, und dann würde ich sagen, wenn du jetzt noch hier bist, also du da, du weißt, was zu schreiben ist, Apfelkuchen, ja, lass einen Kommentar da und klickt auch abonnieren und auf die kleine Glocke, damit ihr auch keine Videos verpasst. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.